Einen wunderschönen guten Abend. Ich habe hier aus dem letzten Paket die Pringles Pizza Flavor oder Pizzageschmack, wie das auf Deutsch heißt. Und die habe ich jetzt hier im Test, weil die gibt es hier im Osten nicht, die gibt es nur im Westen. Die hat mir mein bester Freund Jörg geschickt. Und die habe ich jetzt hier im Test. Hier sieht man nochmal, das ist eine 185 Gramm Dose. So, mal gucken, ob hier auch die Zutaten auf Deutsch dran stehen. Ach, hier oben stehen sie dran. Mal gucken. Nee, das ist Englisch. Das ist SV. Keine Ahnung, was das ist. Also offensichtlich kommen die Pringles nicht aus Deutschland. Aber das ist ja auch egal. Geht ja nur um den Geschmack. Also hier könnt ihr nochmal die Dose sehen mit Pizzageschmack. Da bin ich ja mal gespannt. So, Deckel weg. So, ich hole mal, ups, ja, auf die ist schon die Hälfte raus. So, ich hole mal so zwei Chips raus. So sehen sie aus. Da ist ein bisschen weniger Pizza-Flavor drauf als hier auf dem hier. So, die Rückseite. Ja, kann man auch noch mal sehen. So, ich rieche mal am Chip. Ja, riecht nach Pizza. Das stimmt, was da auf der Dose steht. Ja, salzig. Aber so wie das hier auf der Dose aussieht, ist das nur eine Käsepizza. Also nach Käse schmeckt das nicht, die Chips. Und nach einer echten Pizza schmeckt das auch nicht. So, ich nehme jetzt hier mal drei. Also die Pringles Pizza, die haben überhaupt nichts mit Pizza zu tun. Auch nicht hier mit Käsepizza. Das schmeckt überhaupt nicht nach Pizza. Also, was die da zusammengestellt haben, weiß ich nicht. Aber es ist trotzdem mal was Interessantes, was Neues, was es hier im Osten nicht gibt. Wie gesagt, wir waren ja Donnerstag einkaufen und da habe ich die nicht gesehen. Hier könnt ihr nochmal bei Pringles kommen, gucken, ob man die da bestellen kann. Ich weiß es nicht. Ist trotzdem mal was Neues, was Interessantes, Jörg. Danke dafür. Aber mein Geschmack sind die Pringles Pizza nicht, weil das schmeckt überhaupt nicht nach Pizza und auch nicht nach Käsepizza. Aber trotzdem danke dafür. Ja.